Hallihallo, hallo, hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Burial at Sea. Ich weiß endlich mal, wie das wieder DLC heißt und kann endlich auch davon sprechen. Burial at Sea, Episode 1, Seebestattung auf Deutsch. Zumindest heißt ja auch im Deutschen so, oder wird das Deutsche so verkauft, die Seebestattung. Wir haben in der letzten Folge eigentlich im Rundebus hier umgeschaut, ein bisschen über Rapture philosophiert und uns über die tolle grafisch gefreut und auch die Arbeitsamkeit, die Arbeitswut von den Big Daddies beobachtet. Und jetzt geht's weiter, wir wollen ja endlich mal hier zu etwas kommen und es nicht hier ständig Gequatsche verlieren. Oh, warte mal kurz. Ich sehe es zwar nicht ganz, aber das sind nur zwei Männer, oder? Ha! Siehste? Das nennt man eine schöne Welt. Zwei Männer, die sich lieben und das ohne, dass es jemand stört. Und das ohne, dass jemand stört. Und mit meinem schlechten Deutsch. Also, das ist doch wunderschön. So, zwei Männer. Wenn sie sich auch lieben, kann auch sein, dass sie sich einfach nur ganz doll mögen. Aber ich glaube, sie lieben sich. Cooks a fella from the inside out. Is a damn thing a weapon or an oven? Works with mini rays or microwaves? Oh, I can't remember. All I know is it sounds dreadful. Tja, Waffen werden ja auch entwickelt, was sehr lustig ist. Eigentlich soll das hier ein Utopia sein, der, wo nichts, keine Gewalt und so weiter existiert. Trotzdem gibt es die Big Daddies, gibt es Waffen, werden neue Plasmide entwickelt und so weiter. Also, der Mensch kommt von seiner ganzen Gewalt auch nicht weg. Und da sieht man eigentlich ein ganz cooles Bild, wie, was Rapture sein soll. Rapture ist ohne den Staat, also ohne den Staat. Also hier ist der Grunde der Bauernstaat, Religion und hier ist die Freiheit, der amerikanische Staat sozusagen. Ohne das funktioniert Rapture, also die Freiheit von allen. Ah, das Wasser sieht auch echt schön aus. Im ersten Bioshock-Teil gab es ja noch Wasserdesigner, die sich darum gemüht haben, dass das Wasser schön aussieht. Also da wurde richtig am Wasser gearbeitet. Okay, die haben sich lieb. Obwohl er mich angeguckt hat. Ich glaube, der will was von mir. Der will was von mir. Müssen wir hier rein? Wo müssen wir eigentlich hin? Da lang. Gut, dann gehen wir da hin. Funny. What? You're not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, I thought it was a place where people understood to mind their own business. Das stimmt. Aber dass sie wirklich nichts von den Big Sisters in Erfahrung gebracht hat, obwohl das eigentlich jeder weiß und sie lebt hier auch. Also muss sie ja wirklich sich sehr verschlossen haben. Was habe ich denn gemacht? Okay, ich komme mir nicht an, weil ich irgendwas angestellt habe. Ich böse Buch. Okay. Ah, die englische Synchronisation ist echt schön, dass diese. Dieses klare, deutliche Englisch, das gefällt mir extrem. Also. So alt bin ich jetzt nun auch nicht. Mensch. Was du von mir erwartest? Der Mann, den wir sehen, ist in der Garten der Musik. Wie weißt du das? Meine Sources sind meine eigenen, Mr. DeWitt. Wenn du bessere Informationen hast, über die Whereabouts deiner Frau, würde ich suggest, du avail yourself of it. Jede Information nutzen, die wir haben. Also, sie weiß nicht, was das ist. Little Sisters sind, möchte aber trotzdem, dass sie gefunden werden. Und wir schlagen wieder auf den Knopf. Ah, bekannt. Das kennen wir ja. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken. Down at Surprise. You were playing the tables and... She disappeared. And? Cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. Sieht aus wie eine Taufe oder so. Zumindest wirkt das so. Refreshment, sir? Madam? We're fine, thanks. Hä? Ach stimmt, das sind auch die Plasmide, dass diese, oh Gott, wenn mir der Name einfallen wird, das waren die, die hier rumgesprungen sind, die sich teleportieren konnten. Das war auch ganz cool.
Ah, das gefällt mir. Ich muss darüber, deswegen gehe ich in die Richtung. Und gut, ist ja eigentlich egal. Gerne mal Bar. Jetzt heißt es wieder Eve. Gesundheit und Eve, das war ja früh, in Columbia war es ja noch Salz. Jetzt ist es, oh, ich kann spielen. Und. Oh, verdammt. Ah, ich hab gewonnen. Das ist nicht schlecht. Das ist ja nur an einen Dollar. Da kann man ruhig weiter spielen. Boah, nicht schlecht. Wuhu. Also bis jetzt läuft es ganz gut, aber ich schau doch lieber auf. In Columbia waren es ja Salz und hier ist es ja wieder das Eve und das Adam. Aber es gibt immer noch die Filmchen. Are you in the know? Innovation and competition are what fuel Rapture. But that fuel can be diluted with rumor or flat-out lies. The rumor monger asks, what are these so-called splicing side effects? Well, take a look around you. Do you see anything wrong with your neighbor? The rumor monger asks, why has Tenenbaum withdrawn from the public's eye? Dr. Tenenbaum is a scientific mind unparalleled, even in Rapture. She's no doubt in her lab, toiling away at her next great innovation. I heard she was in cahoots with Fontaine. Merely slander from jealous naysayers. Remember, Rapture competes through innovation, not cheap shots. Bridget Tenenbaum is a woman who represents the best of science and industry. In other words, she's a Rapture gal. Now you know. Das ist nicht schlecht. Musste man jetzt dafür bezahlen? Ah ne, das waren die da drüben, die Magen. Die muss man nicht bezahlen. Ja, Tenenbaum, die kennen wir auch noch. Die haben wir auch kennengelernt. Im zweiten wie im ersten Teil. Sehr wichtige Person. Die sich um die Mädchen, die das ist, das sehr stark gekümmert hat. Wir müssen da runter, dahinter, da. Das heißt, ich gehe hier hoch. Foreman says I should have been more careful. Something will turn up. Adversity breeds opportunity. That's what Ryan says. Ja, du wirst schon was finden mit deinem kaputten Bein. Kannst ja auch was mit Sitzen machen oder so. Ah, Schuh. Ich habe einen Schuh gefunden. Ich muss immer noch da runter. Das ist gut. Das gefällt mir. So kann ich mich in Ruhe umschauen. Ja, wir sind irgendwie ein bekannter Trinker hier. I hope all of his crowd are enjoying themselves, locked up forever. Gotta hand it to the old man, locking up Fontaine's thugs in his own department store. That's poetic justice. Ja, anscheinend scheinen alle, also es scheint auch die Leute auf Fontaine, also gegen Fontaine gerichtet zu werden. Und eine Galerie. Hieß ja alles, Kunst ist Freiheit. Bonjour. Just a moment. Was brauchst du denn? Warum wartest du? Da habe ich mir nichts aus. Ich glaube, ich bin hier. Oh, yeah. Gut, hier gibt's nichts, alles. Ich glaube, hier wird's bald was geben, weil den Raum haben sie definitiv nicht umsonst gemacht. Wir haben ja, oh Gott, ist hier viel zu entdecken. Wir haben ja letztens auch gesehen, wie, ein großes Gebiet in Columbia, was wir dann trotzdem erkundet haben. Also wir haben es vorher schon erkunden können und dann haben wir es nochmal nacherkundet. Springbrunnen. Nochmal? Nee, wir gucken. Ich will nicht spielen. Wir angucken. Are you in the know? You've doubtlessly sampled products from Fontaine Futuristics. But do you know why Ryan Industries saved it? Frank Fontaine, business leader and benefactor of mankind? Or was he the best friend the parasite ever had? Were you a
aware his businesses were a front for a smuggling ring? And were you also fooled by his supposed charity work? At his free clinic, patients became test subjects, and his orphanages were places that children disappeared into and never came out. Once they learned the truth, Rapture's Central Council called for the arrest of Fontaine Futuristic's owner. But, a coward to the end, Fontaine found a hail of bullets preferable to facing justice. The council asked that Ryan Industries assume the burden of stewardship of Fontaine's ill-gotten assets. And Andrew Ryan accepted that burden for the people of Rapture. Now all citizens can enjoy these products, free of criminal taint. Now you know. Ich finde eigentlich diese Wissen Sie Bescheid-Reihe ganz lustig gemacht. Also, Fontaine ist eigentlich gar nicht tot. Das heißt, es wird dargestellt, dass Fontaine... Cool. Was macht der denn da? Ach, ist ein Tänzer. Cool. Schattenspiele oder so. Auch nicht schlecht. Zumindest lebt er noch, oder wird halt als tot dargestellt. He built a better mousetrap. Oh, for God's sake, Armand, you want to get us both rounded up? So you admit it, that Ryan's rounding people up? It was a figure of speech. The pot calling the kettle black is a figure of speech. I keep my head low and I do my job. Like a good German. Now, is that a figure of speech? Wie eine gute Deutsche. Ja, ja. Die Anspielung verstehen wir auch alle. So nicht weiter. Ah, Klamotten. Kann man noch was Gutes kaufen, oder? Buongiorno, signore. Italiener, der Klamotten, der Anzüge verkauft. Ah, Klischee pur. Sieht aus wie ein richtiger Mann. Der steht doch irgendwann auf, hier müssen wir uns doch durchkämpfen und dann wacht der auf und wird zum Megaboss. Ah, wie ich die vermisst habe. Suchang observe strangest of coincidences. On other side of a window. Man in strange hat experimenting on Suchong's own creation. On plasmid. Man name of Fink. Outrage! Depth of intellectual property! But man name of Fink is no fool. Through addition of oxidizing agent, turns plasmid ingestible through stomach lining. Mr. Ryan very impressed with Su Chong's initiative. Theft of intellectual property. Two-way street. Hm. Das finde ich ein bisschen blöd, dass sie nicht, dass es keinen Untertitel dazu gibt zu den Audio-Logs. Weil dort über die Audio-Logs wird nämlich die ganze Geschichte erzählt. Wäre schon wichtig. I'm a complete wreck if Trudy even gets a nosebleed. So many children. It can't all be coincidence. Stimmt, das haben wir in dem letzten Hotel, wo der Fahrstuhl, in dem vorigen Hotel, wo das Fahrstuhl kaputt war, haben wir es ja auch gesehen, dass da sehr viele Vermisstenanzeigen rumhängen. Also da scheint wohl irgendwas mit den Kindern nicht zu stimmen, dass sie verschwinden. Kann da was mit Lississa zu tun haben? Now there was a straight shooter, one of us. I don't want to follow one of us. You imagine having a beer with Andrew Ryan? Probably some teetotaler. Don't trust a man, don't drink, least from time to time. Das ist aber ein sehr schlechter Spruch, weil ich eben auch kann. Und mir glaubt jeder, und mir folgt jeder. He uses my picture to judge facial symmetry. Darling, that line actually work on anyone before closing time. Rogers Records. Es ist ganz cool, dass man sich mal hier diese ganze Ladenmeile und so anschauen kann. Also, wenn ich das zu langsam bin und mich nur umschaue, ihr seid's gewohnt. Welcome, welcome. Ah, der spielt nur den einen Akkord. Ich will noch mehr spielen. Ein Musikladen. Wuhu! Intimacy is no different than any other commodity, friend. You sell soybeans,
I sell companionship. Ugh, it's disgusting. That's the Bible talking, pal. That's your mother talking. What does Ryan say? Petty morality? You can keep it. Irgendwas klingt wie, als würde ein riesen Wal rumschwimmen. Aber eins muss man lassen, also das sieht richtig cool aus. Hier unten würde man ja auch gern wohnen. Wenn nicht der Druck so stark wäre und auch nicht dieser ganze Geruch dann wäre von dem unter Wasser, wäre das sicherlich echt cool. Da schwimmt ein Wal rum. Oder? Ist das ein Wal? Ja. Das ist schon geil. Das hat was. Das hat wirklich was. Genau. Er verkauft Zweisamkeit. Das heißt, es sind, ja, Verkäuferin des anstrengenden Gewerbes. Des aufrechten, senkrechten Gewerbes. Okay. Telefonzellen. Lass mich rein. Ich muss telefonieren mit meiner Mama. Gut. Kann ich eben nicht mit meiner Mama fotografieren. Fotografieren. Quatsch. Telefonieren. Was gibt's hier? Tabak. Will ich rauchen? Nee. Rauchen ist genauso widerlich wie Alkohol. Bin Anti-Alkoholiker. Ja, ich geb's zu. Das ist doch der Butler, der rumschwebt. Ist wieder zurückgekommen. Yep. Italiener mit ihrem Papst. Sind stolz drauf. I suppose I shouldn't have drank so much when I was pregnant. Clearly. Not changing it now. Es ist hier. Ja, der scheint wohl etwas nicht mehr ganz viel vertragen zu können. So, wo ist denn ihr Kontakt da hinten? Gut, dann können wir uns hier noch umschauen. Buy a puppy. Me? I got better things to do. I hope that wasn't your attempt at pillow talk, darling. Also es gefällt mir schon mal, dass hier keine Menschen diskriminiert werden. Ryan taking over Fontaine's business any different than, say, eminent domain? It's just the hand of government coming down on the individual. Fontaine was a criminal. By whose standards? Ryan's? I prefer when the judge doesn't profit off the penalty. Ist natürlich, ja, jetzt die Frage, was ist die Wahrheit? Poker. Poker, Poker, Poker. Geld, 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 Geld. Ist natürlich jetzt die Frage, was ist die Wahrheit? War Fontaine wirklich ein Verbrecher oder war das nur, ist das nur inszeniert worden? He's the new Houdini. He's got him in a department store? In Fontaine's department store. If I wanted this, I might as well have stayed in Vladivostok. Fontaine's thugs were nothing more than a bunch of parasites. Ryan looks out for Rapture. Ryan looks out for Ryan. And why not? It is the sweat of his brow. We're just the gnats boozing around, no? Natürlich auch nicht schlecht. Wie gesagt, das ist immer noch die Frage, was ist eigentlich wirklich passiert? Was ist die Wahrheit? Also, war Fontaine wirklich der Böse? Also wer, wie gesagt, Rapture kennt, nicht runterspringen, den ersten Bioshock-Teil kennt, der weiß die Sache, was wirklich los war oder wer die Wahrheit sagt. Aber es ist ja natürlich jetzt hier, die Leute wissen es nicht. Da ist die Frage, war das nur von Wine inszeniert, um die Firma zu übernehmen oder war das wirklich nur die Wahrheit? Es war Fontaine wirklich der Böse und Wine hat dafür gesorgt, dass alles okay ist. Wir werden es jetzt nicht erfahren, wir werden es nämlich jetzt in der nächsten Folge erst erfahren. Das war Böldesi Part 2, bzw. Part 3 oder im nächsten Part. Bis dann und tschüss.